Max, bei dem Longshare steht dann. Longshare. Ja, weiter. Du Fahr hast fort. genauso bei manchen Sachen Sprachfehler. Ja, weiß ich nicht. Doch hast du. Ganzer Chat war auch instant voll mit Longshare. Okay, weiter. Ich hab halt bei manchen Sachen, kann ich das nicht so gut Ja, das habe ich schon gemerkt. Das musst du mir nicht aussprechen. sagen. Ja, aber ein bisschen Nachsicht, nicht darauf so rumreiten. Ach so, okay. Also, Die Leute da wird fragen, dann ob stehen. Longshare dein Stuhlpartner ist. Ob das dein Gaming-Chair ist. Okay, weiter, fahr fort. Da wird dann stehen, Migi Trimix oder Trimix Migi. Ja? Ist doch geil. Das ist geil. Bist du das? Jo. Sind nicht ganz so Moin. viele Leute auf dem Moin. Server. Da hast du quasi das Interaktionsmenü. Also du kannst zum Beispiel mal Krass. über Mickey G drücken und dann hast du zum Beispiel die allgemeinen Aktionen ganz rechts oben und Ah, da jetzt könnt ihr habe ich euch es zum ja. Beispiel mal die Hände schütteln. Dann kennt ihr euch quasi gegenseitig. Spieler 16 lädt dich ein, um Hallo zu sagen. Genau, dann drückst du einmal Y, da kannst du das bestätigen oder wenn du das nicht möchtest, kannst du N drücken. Wie in echt, stark. Okay. Aber das ist halt so persönliches Empfinden, wie man das lieber mag. Jetzt, Arbeitslosengeld, nice. Also im Grunde ist es simpel. Also es ist simpel. Es gibt viele Funktionen. Oh. Ja, warten wir noch eben geschwind. Oh ja. Jetzt rennt Mickey mit mir, ne? Wie kann ich ihn werfen? Escape drücken. Kannst damit Okay, gut. aufhören. Auch gut. Also, ich würde einfach sagen, wir erklären euch die Basics erstmal, diese Grundinteraktionsmöglichkeiten, die wir haben. Ja, Ja. ja. Am besten schaut sich einfach jeder mal kurz einen Spieler an. Also ich jetzt mit dir und da hier Tom guckt mal anderen an. Ich guck, Und dann seht ihr unten auf dem Boden so einen weißen Kreis, sobald den Spieler richtig anschaut. Ja. Da könnt ihr einmal Ja. G drücken, wie ihr es gerade getan habt. Ah, ist das nur, wenn man dicht an ihn dran ist? Ach so, nee, wenn man ihn auch anschaut. Okay, gut. Richtig. Und dann gibt es Ja. anfangs bei Dokumente, könnt ihr eure Reisepässe anzeigen, die Lizenzen plus eure ID. Das heißt, arbeitet ihr beim LSPD, könnt ihr somit eure ID zeigen. Dienstausweis zeigen. Könnt ihr ein bisschen austoben, zum Beispiel. Tom Cooper. Genau. Okay. Ehefrau nicht verfügbar. Okay, James, Okay. Unknown ankommen. Ihr Ja. könnt euch auch heiraten und da wird auch euer Ehepartner oder Oh. Ehepartnerin da drin angezeigt. Okay, cool. Hat das irgendwelche Vorteile? Mit Steuern? Ja. Eine gute Frage, ich habe es noch nie getestet. Okay, gut. Das lassen wir mal einfach so im Raum stehen. Gut, dass du Liebe ist direkt der wusstest, Vorteil. worauf ich hinaus möchte. Okay, gut. Genau, also so könnt ihr, Ansonsten ja. sei zu diesem G-Menü auch gesagt, das passt sich quasi immer daran an, was ihr gerade macht. Ihr seid jetzt ganz normale Zivilisten, dementsprechend ist das G-Menü relativ klein gehalten. Wenn ihr Ja. zum Beispiel irgendwann zum Beispiel Teil des LSPDs seid, dann kriegt ihr über dieses G-Menü quasi noch Möglichkeiten des LSPDs. Ihr könnt zum Beispiel Leute durchsuchen oder festnehmen. Wenn ihr Ja. im Gegenzug zum Beispiel in einer Straßengang oder so ähnlichem seid, könnt ihr halt darüber Leute ausrauben. Das ist quasi alles interaktiv, je nachdem, was ihr für Möglichkeiten habt. Ob ihr ein eigenes Haus habt, ob ihr eine eigene Familie habt, passt sich das quasi immer an eure Gegebenheiten an. Ja. Aber dazu kommen wir dann später, dann könnt ihr auch mal diese Funktion entdecken. Ah, hier ist jetzt gerade, du kannst in einer grünen Zone nicht ausrauben. Ich habe jetzt gerade Genau. versucht, ihn auszurauben. Ihr seid der Green Zone oben rechts, erkennt ihr das? Es wird auch angezeigt. Ja. Da sind hier sind illegale Aktivitäten jeglicherweise in Form verboten. Je nachdem, wie ihr es für die Zukunft handhabt, kann man es natürlich auch abändern. Aber es sind halt einfach Grundstücke, dass man einfach nicht jedem überfallen kann, vor allem hier, wo man startet, im Hotel, Ja, wo Leute okay. sowieso nichts haben. Das gleiche auch im Würfelpark. Der Würfelpark ist auch ein Green Zone. Okay. Genau, alles klar. Dann können wir gerne mit dem G-Muskel weitermachen, also mit der Ja, G-Taste. ja. Grundstücke erklären wir euch später, wenn wir zum Thema Haus kommen. Wir können gerne zum allgemeinen Aktionreiter kommen. Aha. Wo ist abbrechen? Ist auf X? Nee. Escape, ja, Escape. Escape, gut. Gut. Hier könnt ihr Leuten Geld übergeben bei allgemeinen Aktionen, je nachdem, was ihr dabei habt. Ja. Ja. Da steht Geldtransfer möglich ab dem zweiten Level. Genau, weil du sowieso aktuell gar nichts hast. Davon muss ich von allem Gebrauch machen. Oh, Miki, was ist das? Ist das jetzt schon direkt nach dem Boxkampf oder was? Nicht schlecht, nicht schlecht. Für den Spruch wirst du Karma bekommen, Max. Okay, gut. Also hier könnt ihr auch irgendwie, auch ihr könnt als Medic auch so eine Trage tragen, Roll schieben über die Map, je nachdem, was notwendig ist. Sehr cool. Und dann auch so einen Krankenwagen einladen und sowas? Ja. Geil. Mal G drücken, ohne jemanden anzuschauen. Dann Ja, kommt ihr auf hab euer ich. Animationsmenü. Ja. Links habt ihr die gewissen Kategorien, die wir haben, bei Tanzen, Kommunikation. Spezial. Wenn ihr mit eurer Maus drüber geht, seht ihr auch, was für eine Animation das ist, bevor ihr diese ausübt. Bezahlt heißt, dass ihr zum Beispiel 5000 Dollar jetzt zahlt und dann könnt ihr Geld im Scheine werfen. Oh, okay. Oder Champagner Champagner einschenken. einschenken. Gut, cool. Und rechts seht ihr die laufende Stile, also Laufstile oder Emotionen, die ihr mit euren Geil, Gesichtern natürlich okay. dann ausdrücken könnt. Du kannst dein Haus verkaufen über Cool. dein Zuhause. Ach, hier kann man eigene Häuser haben. Du kannst eigene Häuser haben, du kannst deine Häuser auch in-game live ummappen. Das heißt, du kannst ein Möbel reinbauen in deine Oh, Wohnung okay, selbst das ist rein. fett, das ist Das geil. sind deine Funktionen, die du besitzt. Aha. Und Unternehmen, was ist das zum Beispiel? Wenn du Wenn ein ich jetzt eigenes jemand ein Unternehmen Unternehmen hast, kaufe? genau, kannst du ein Unternehmen kaufen.
die Unternehmen müssen befüllt werden mit sonstigem Kram. Das ist ein bisschen aufwendiger. Da in dieser Materie bin ich nicht ganz komplett drin, weil ich kein eigenes Unternehmen habe. Vielleicht kann Tom dazu noch was sagen. Ja, es gibt halt eine Vielzahl an Unternehmen. Es gibt einen Juwelier, es gibt viele Tankstellen. Quasi alles das, was von Spielern genutzt wird. Und du kannst einen Friseur kaufen, du kannst einen Saftladen kaufen, es gibt wirklich alles. Geil. Und dann kannst du auch so Leute, brauchst du dann, arbeiten da NPCs oder arbeiten da andere Spieler? Nee, in diesen Shops, die du quasi als Spieler verwaltest, da arbeiten NPCs. Geil. Also du bist quasi, Limit? Nö. Du bist quasi für deinen Shop selber verantwortlich, du musst dafür auch Steuern zahlen, du hast quasi ein Menü, wo du einen Überblick hast, was hast du für einen Gewinn mit dem Unternehmen erwirtschaftet. Geil. Was hast du für Kosten. Die Regierung hier, also als Organisation, die Regierung ist von Spielern geführt, die hat auch eine Steuerfahndung, das heißt, wenn du deine Steuern nicht zahlst, kommen die wichtig, gerne mal vorbei und machen dir den Laden zu. Geil. Ich glaube, ganz wichtig, zu erwähnen, wäre ein sehr großer ausschlaggebender Punkt, weil man es von anderen Servern kennt. Wir haben hier auf dem Server komplettes Ami-Image. Das heißt, es ist nicht irgendwie deutsch oder irgendeine andere Stadt und es gibt nicht jetzt zum Beispiel Bundeswehr, sondern es wird einfach die Army geben. Ne? Aha. Ja. Also geht theoretisch auch Steuerhinterziehung? Das geht auch, wenn du damit durchkommst. Okay. Du musst halt Glück haben, dass sich die Steuerfahndung dabei nicht erwischt. Oder die Steuerfahndung schmieren zum Beispiel. Geht auch, ne? Klar. Mit Sicherheit auch das. Das sind alles Spieler. Da ist der theoretisch... Cool. Wie ist Telefon zum Beispiel? Mit K kannst du dein Handy rausnehmen. Ihr müsst euch SIM-Karten in einem Shop kaufen. Dort dürft ihr eure 7-stellige Nummer selber auswählen, sofern es diese frei ist. Ohne SIM-Karte könnt ihr nicht telefonieren. Hier habt ihr die Möglichkeit, auf Kamera zu gehen und dort könnt ihr Bilder schießen, direkt automatisch hochladen in unser Ingrain-Portal, wo jeder Spieler das Bild sieht. Da haben wir ein Darknet. Das ist einiges, was ihr am Handy habt. Das Darknet könnt ihr mal gerne öffnen. Darknet? Ach krass, okay, dann geht ganzes Ding auf, ja? Genau, da könnt ihr zum Beispiel einen Auftragsmord starten. Für eine Million Summe könnt ihr jemanden beauftragen, einen Spieler, der für euch ein Ziel umlegt. Krass, sehr, sehr gut. Und beim Reiter der illegale Markt, da könnt ihr zum Beispiel euch Papier eines Polizisten illegal einkaufen, wenn ihr genug Geld habt. Oder einen Führerschein schwarz kaufen. Alles möglich. Sehr cool. Gefälschte polizeiliche Dokumente. Richtig, kannst du als Officer ausgeben. Okay, das ist nochmal das eröffnet ja nochmal ein ganz, ganz großes Feld an Möglichkeiten. Geil. Da seht ihr jetzt vom Server aus, gibt es verschiedene Events. Beim ersten Reiter Server könnt ihr zum Beispiel ganz runter scrollen. Ja. Da habt ihr Battle Royale, das ist im Endeffekt PUBG, einfach nur hier in GTA. Mhm. Wo ihr mit anderen Spielern einfach Battle Royale spielen könnt. Können wir das einmal ganz kurz durchsprechen, also wie das läuft, was es als Belohnung geben könnte, wie wir das machen? Ihr könnt eine Veranstaltung starten, Tom. Unterstütze mich mal bitte dahingehend. Ich habe da wenig Ahnung. Also die Belohnung, die ist quasi für die verschiedenen Events. Also zum einen erstmal, was wichtig zu sagen ist, wie ich finde, diese ganzen Events, also der Großteil der Events, die da stehen, so ein Battle Royale und sowas, das findet in einer anderen Dimension statt. Das heißt, die normalen Spieler auf dem Server kriegen davon gar nichts mit, weil das halt dann vom RP in der Hinsicht getrennt ist. Es gibt auch so Familien-Events. Wenn ihr oben zum Beispiel in dem Reiter auf Organisatorisches drückt, dann gibt es zum Beispiel die Verteidigung bzw. den Angriff auf den Flugzeugträger. Es gibt einen Banküberfall, es gibt einen Überfall aufs Staatsgefängnis. Das sind alles Sachen, die quasi dann live auf dem Server passieren. Ja. Das heißt, ein Banküberfall am Mace Bank Tower, das kriegt halt auch jeder Spieler mit. Was es dann quasi für die als Belohnung gibt, das steht immer rechts daneben. Da steht quasi Auszeichnung $15,000. Da gibt es halt dann immer verschiedene Boni. Beim Flugzeugträger zum Beispiel ist das so geregelt, da gibt es für die angreifenden Gangs gibt es eine Belohnung, wenn die gewinnen. Ja. Gleichzeitig, wenn die Gangs gewinnen, kriegen die Staatsfraktionen zum Beispiel die nächsten 3 Stunden kein Payday. Okay. Okay, auch cool. Also da gibt es wirklich viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Das Ganze variiert dann auch nochmal ein bisschen. Seid ihr Zivilisten, seid ihr Staatsbedienstete, seid ihr in einer Gang oder seid ihr Teil einer Familie oder einer inoffiziellen Organisation? Daran unterscheidet sich das auch nochmal. Es gibt noch viele andere Events, die quasi auf die komplette Karte verteilt sind, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt. Hier öffnet sich wieder ein Fenster und hier seht ihr zum Beispiel, welche Häuser aktuell zur Auktion bereitstehen. Wie viel Uhr ist es denn? 20:30 Uhr? Scheiße, ach so, ja moin, gut, vergessen wir das. Aha. Hier könnt ihr Gebote platzieren, je nachdem wie viel ihr habt. Und könnt dort mitwetten, ihr seht das Ende um 20. Boah, wie viele es gibt! Es sind aktuell 1800 Häuser frei für alle, weil der Server ist noch nicht am Start. Sind insgesamt sind alle frei, okay. Oh, 1 zu 11 Millionen, oh genau. Fett, okay, das ist ja geil. Oben rechts beim Reiter Unternehmen könnt ihr auch mal rein. Jetzt seht ihr, was ihr dort alles habt. Ihr könnt euch gerne mal eine Taxizentrale kaufen. Ihr könnt euch eine Tankstelle kaufen. Ihr könnt euch Shops kaufen bei Unternehmen. Es ist alles noch frei, welche Spieler kaufen müssen. Da können sie Umsätze generieren und alles Mögliche.
Fett, okay, das ist noch, Alter, die ganzen Unternehmen, was es da gibt. Aber die machen die auch Geld, wenn sie, wenn da keine echten Spieler hingehen und was kaufen? Den Gewinn erstreben sie nur mit Umsatz an echten Spielern. Okay, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Caprison-Laden oder sowas habe und dann kauft da keiner was, dann kriege ich auch kein Geld. Richtig, du zahlst aber immer noch Gebühren für das Stand. Das heißt, wenn es dumm läuft, gehst du irgendwann in Minus rein. Okay. Aber wichtig ist auch zu sagen, dass zum Beispiel, wenn ihr einen Obstladen habt, dann müsst ihr auch irgendwie das Obst dahin bringen. Das heißt, das ist nicht unendlich. Ihr müsst Obst sammeln, dorthin bringen. Ach, krass, geil. Also läuft was ist denn so aus erfahrungsgemäß, welcher Shop läuft ganz gut, dass ich da schon mal eine Vorstellung habe? Logischerweise alle Dinge, die mitten zentral in der Innenstadt sind, wo sich die meisten Spieler aufhalten. Ja, klar. Kostet aber auch ganz gut was, ne? Das durchaus, ja. Ah, hier Waffengeschäft, 20 Millionen. Ich habe schon komplett meinen Businessplan. Ich werde mich so auf die Tankstellen fokussieren. Ich werde so ein Öl-Hai, so ein richtig schwerer Multimillionen-Öl-Typ. Ich habe die ganzen Tankstellen in der Stadt. Ihr beginnt bei 1 Million, könnt am Ende mit 12 Millionen rauskommen. Ist halt die Auktion, die ihr habt. Ja, Chat, es ist ganz wichtig zu wissen, dass jeder hier bei null startet. Mhm. Es ist auf anderen GTA-RP-Servern so, jeder hat schon Millionen, die gibt es schon seit Monaten und. Hier fängt jeder bei null an. Das ist für mich auch ein sehr großes Highlight. Ja, das ist echt geil. Da wird man am Anfang erstmal richtig reinsuchten. Ja, Waffengeschäft. Wie schwer ist es hier Geld zu bekommen? Weil sonst wäre auf anderen Servern ja teilweise, weiß ich nicht, spielst du einen Tag und dann schenkt dir irgendjemand 10 Millionen, weil es zu viel Geld auf dem Server gibt? Soweit ist das Geld ist hier relativ, die Wirtschaft ist hier stabil. Im Grunde natürlich gibt es viele Spieler auch nach einer gewissen Zeit, die im Millionenbereich rumlaufen. Aber jeder Spieler kann, wenn er möchte, selbstständig Unternehmen kaufen, wenn er wirklich auch arbeiten geht. Auf die Farm, irgendwelche Jobs ausführt, sei es der Handwerker, der Elektriker, geil, der Pilot. Da gibt es unendliche Möglichkeiten, wenn man es wollen möchte. Es gibt auch die Möglichkeit zu investieren, man kann mit Aktien handeln. Also je nachdem, die Aktien sind auch davon abhängig, wie zum Beispiel die Unternehmen laufen. Dementsprechend steigen oder sinken die Kurse. Ja. Es gibt unzählige Möglichkeiten, hier an Geld zu kommen, auf legalem als auch auf illegalem Weg. Geil. Okay, fett, das ist sehr, sehr gut. Nein, es gibt keine Bitcoins, ja. Da sind wir nicht mit drin. Man muss hier ganz normal regelmäßig essen, trinken. Nein, das nicht. Nee? Nee. Okay. Essen und Trinken ist eine gewisse Sache, die einfach unnötig meines Erachtens ist. Okay, passt. Okay. Mhm. Ihr dürft aber essen, ich muss das korrigieren, ihr könnt essen um eure Heilung, also um euch, ihr habt ein bisschen Leben verloren, könnt ihr was essen, was gesund ist, dann heilt ihr wieder ein bisschen. Ja. Okay. Aber ihr stirbt nicht an Hunger. Ich finde, dass das Essen gehen an sich, was ich cool finde, ist, natürlich, das kann man auffüllen und so weiter, aber man kann ja auch rein theoretisch jetzt was essen richtig gehen, also man geht irgendwie Burger essen und setzt sich dann hin und macht damit dann RP. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Klar, ihr könnt fischen gehen und die Fische, die ihr habt, könnt ihr auf den Grill packen und dann könnt ihr die grillen und könnt den Fisch dann am Ende auch essen. Oh, wir können richtig angeln und sowas? Ihr könnt richtig angeln gehen und könnt auch den Fisch wirklich auch grillen. Geil. Krass, okay. Die Leute fragen immer wieder im Chat, wie sieht's aus mit, wie sie selber mitspielen können? Ja. Im Grunde, der Server geht um wie viel Uhr am Freitag live, Tom? 16 Uhr, wenn ich auf dem aktuellen Stand bin. Also um 16 Uhr ist der Server Freitag für alle Personen zugänglich, ohne Whitelist, ohne Altersbegrenzung. Wir fordern, das Einzige, was wir fordern, ist halt RP. Die Leute müssen RP können oder sollen es erlernen. Ja. Die müssen einfach nur den Grand Launcher über die Webseite Grand herunterladen, den Launcher installieren und alles automatisch geht's voran. Es ist sehr simpel zu erklären. Es gibt auch ein, zwei YouTube-Videos, die das erklärt. Ja. Also 5 Minuten, mehr nicht. Mhm. Und 2000 Spieler ist Cap. Wenn das ausgereizt wird, geht es auch noch ein bisschen drüber, aber irgendwann wird es auch einfach voll auf der Insel. Mhm. Und sobald jemand Mist macht, ist er sofort gebannt und kann nicht wieder raufkommen. Nein, wir haben hier andere Strafmaße. Wir haben zum Beispiel, wenn jemand ein VDM begeht, in gewisser Rahmen, dann sperren wir die Herren oder die Person 2 Stunden lang in den Atmiknast rein. Ja. Wichtig. Im Atmiknast, da gibt es keine Interaktion, der ist einfach nur von uns in den Knast gesetzt, wie beim als Cop, sitzt im Knast für 2 Stunden und darf über seine Strafe nachdenken. Er kann dabei auch tatsächlich nicht AFK gehen, weil ihr fallt hier nach kurzer Zeit in so einen AFK-Modus, dann steht Schlafen über dem Kopf und dann pausiert tatsächlich eure Gefängniszeit. Das heißt, ihr müsst wirklich aktiv sein und was machen und die Zeit wirklich absitzen. Genauso haben wir auch die Möglichkeit, also das ist quasi so die erste Verwarnung, die Leute dann von uns bekommen. Quasi in dem Admin-Jail sich nochmal, haben sie Zeit, sich mit dem Regelwerk auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken. Und wenn wir dann daraufhin noch merken, dass die Leute wieder Regelbrüche begehen und dass es einfach nicht passt, dann haben wir auch da die Möglichkeit, natürlich härter durchzugreifen und die Leute entsprechend zu bannen. Denke, jeder Spieler, der hier draufkommt, darf das auch automatisch streamen, wenn er mag, ne? Genau, selbstverständlich. Genau. Also keine irgendwie Lizenzen oder sowas. Nee, wir haben ja eine Gruppe, eine Teamgruppe, Creator of Media, die sich um die Streamer kümmern, aber halt nur um die Streamer,
die etwas größer sind. Also man darf nicht erwarten, dass wir uns leider um kleine Streamer kümmern. Dafür haben wir Kapazitäten nicht. Ich habe euch beide mal ins LSPD gesetzt und dann seht ihr, ihr habt jetzt nochmal eine andere Art Menü. Da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Das sind jetzt alles Möglichkeiten, die halt ein Polizeibeamter bei uns auf der Insel hat. Er kann zum Beispiel eine Barrikade errichten. Das ist, denke ich, das kennen viele. Man kann Absperrbänder an einem Tatort platzieren. Da hat man ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Geil. Und was zum Beispiel auch relativ einzigartig ist, perfekt, du hast es schon gut hinbekommen. Absperrband hier ist. Genau. Ja. Ihr könnt in dem J-Menü könnt ihr mal startet die Drohne machen. Drohne? Ja, startet die Drohne. Startet die Drohne? Ach so, okay. Genau, und dann hast du quasi als LSPD-Beamter oder FIB-Beamter hast du halt die Möglichkeit, einen Tatort oder wenn gerade zum Beispiel ein Shop ausgeraubt wird. Geil. Hast du halt die Möglichkeit, so cool. Das mit der Drohne diesen Tatort abzuholen. Was kostet eine Drohne? Kann die auch kaputt gehen? Nee, ne? Ja, da kann zum Beispiel drauf geschossen werden, tatsächlich. Weiter, ja. Ja, geil. Also mit dem Pfeil links und rechts könnt ihr die Sachen ändern, aber so wie es jetzt passt, sieht es auch gut aus. Warten wir noch kurz. Danke. Seien Sie mal ganz ruhig daher, ja? Ich könnte gerne mal die Waffenkammer gucken. Dort sind die Waffen. Die Waffen können optional freigeschaltet werden von den jeweiligen Leadern. Also, wenn wir sagen, ihr wollt eine Pistole haben, gibt's halt eine Pistole. Ist alles anzupassen. Und links habt ihr die ganzen Schutzwesten, die ihr besitzt. Könnt ihr runter und hoch. Ich hab jetzt im Waffenlager Axel gekauft. Ist das normal? Irgendjemand von euch hat sich jetzt einen Hund genommen. Ja, das ist... Genau, mit dem Hund kannst du auch zum Beispiel. Genau, kannst du mit dem Hund. Den holt man sich dann einfach aus dem Waffenlager, wenn man ihn braucht, ne? Tatsächlich, ja genau. Hier wird sich gut um ihn gekümmert, hier wird er genährt und gesättigt. Sehr gut. Also die Waffenkammern sind zu Beginn komplett alle leer. Für FAB und für euch, komplett. Okay. Die Army muss Waffenkonvois durchführen und euch beliefern, damit ihr immer Waffen habt. Okay. Die Waffenkonvois von A nach B können derweil angegriffen werden von anderen Familienmitgliedern von Banden. Okay. Werdet ihr nicht beliefert, habt ihr keine Waffen. Boah, heftig. Okay, krass. Also wenn man dann die Army überfällt, dann nimmt man die Waffen von der Army ab und die Polizei hat dadurch keine Waffen. So sieht's aus. Fett, okay. Geil. Okay. Das ist ganz komisch, dass du mich jetzt hier in Hundekampf verwickelst. Das ist irgendwie bescheuert. Micky, mach mal. Kannst du nicht den Golden Retriever treten? Abgewehrt. Nee, Micky, mach mal jetzt. Wie soll du den schlägst? Das ist nicht gut. Das fühlt sich falsch an. Hör auf damit, Max. Das ist ein Golden Retriever. Aua! Nee, pfeif deinen Hund mal bitte zurück. Das geht nicht. Zum Thema Boxkampf. Ihr könnt auch Boxkämpfe ausüben. Ihr könnt auch Straßenrennen machen. Alles in einer anderen Dimension. Das heißt, ihr stört niemanden, könnt aber euer Spaß haben. Ah, und dann sieht man das Level, ne? Dann geht ihr auf meine Organisation, ja. Also meine Organisation in der Mitte. Meine Organisation, ja. Dann geht ihr links auf Leader-Menü. Leader-Menü. Links. Leader-Menü. Ja. Dann geht ihr auf Rangmanagement. Mhm. Rangmanagement. Hier könnt ihr Ränge selber benennen und Co. Und dann könnt ihr mal runterscrollen bis Rang 10, was ihr aktuell seid. Ja. Mhm. Und geht auf eine Funktion hinzufügen. Dort könnt ihr jetzt den Leuten Rechte geben, was sie machen dürfen, was nicht. Und hier könnt ihr zum Beispiel jetzt klicken mit Hilfe, irgendwas. Polizeiband drücke ich hier zum Beispiel mal. Polizeiband, ja. Achso, noch eine ganz andere wichtige Frage. Der Sprachchat, braucht man dafür ein externes Programm? Es läuft alles in-game. Das ist alles in-game? Ja. Oh, das ist das Beste. Es ist alles in-game, Max. Wie findest du das? Das ist kein so geil. Kein Teamspeak, kein Soul. Ja, Digga, die ganzen externen Programme, Alter, das war nichts für mich. Das war nichts geil. Für dich, ne? Ja. Das ist geil. Ja, ich seh's. Und jetzt kannst du J drücken und dann erscheint bei TryMix gleich eine Meldung. Wenn du lang genug glaubst. Polizeimeldung. Genau. Jetzt Polizei fordert dich sofortig anhalten auf. Genau, jetzt könnt ihr Position wechseln, sodass Micky auch die Meldung sieht. Micky, fahr du mal vor. TryMix, fahr du jetzt hinterher und drück du deinen J-Muskel. Geschwindigkeit, ja. Okay, Geschwindigkeit 90. Und dann drücke ich. Kannst du J drücken? J. Dann J. Micky, du bist zu langsam. Fahr nochmal schneller. Ja. Jetzt. Eine Meldung rausschicken bei J? Mit J. Jetzt. Stopp. Ja, okay. Micky war eben nicht vor mir. Polizei fordern sich zum sofortigen Anhalten auf. Ach, geil. Okay. Das ist ja geil. Das ist richtig geil. Ja. Mit einem Lotteriestand könnt ihr euch zum Beispiel an Hotspots hinstellen und ist dann halt die 16 und dann Lose verkaufen oder was? Genau, und Lotterielose verkaufen. Geil, da sehe ich mich so heftig drin. Wer will Lose? Bitteschön. Ich werde so den Markt gewinne, gewinne, Schreier gewinne. Machen. Du schreist da die Leute zusammen. Holy shit, ist das nicht... Das ist doch geil, Alter. Hä, Max, ist das nicht deiner? Wie geil. Laut dem Kennzeichen könnte man das doch meinen. Hä, Max? Wie geil. Da steht sogar Trimax drauf. Ja, ist doch gut. Na super. Er ist unverwundbar. Hier fragt einer, kann man auch Landwirt werden? Ja, auch das gibt's. Mein Job? Und boah, wie cool. Holzfäller. Holy shit. Da siehst du quasi alles, was geht. Bei den ganzen, also da, wo jetzt zum Beispiel Gehalt normal, Gehalt niedrig und sowas dran steht,
Das sind stündlich wechselnde Gehälter. Das heißt, wir sagen halt, okay, jetzt gerade werden mehr Landwirte gebraucht, dementsprechend steigt das Gehalt. Wir brauchen weniger Elektriker, dementsprechend sinkt das Gehalt. Dann gibt es natürlich noch andere Sachen wie Ölmänner, Taxifahrer, Trucker. Es gibt da wirklich einiges an Möglichkeiten. Jo, wie chillig. Was denn? Er ist Autopilot, Max. Autopilot? Einfach, ich fahre nicht. Er fährt gerade einfach selber. Er kann gerade essen und trinken und sonst was machen. Da könntet ihr auch gleich ansonsten gerne mal euch ein Auto aussuchen, wo ihr eine Probefahrt machen wolltet. Dann seht ihr nämlich auch mal unser Tuning-Menü. Da gibt es nämlich auch einiges an Möglichkeiten. Ich will den Cybertruck fahren. Ach krass, okay. Genau, und dann siehst du schon quasi, was es so für Möglichkeiten gibt. Das variiert natürlich von Auto zu Auto. Bei vielen kannst du auch noch so karosserietechnisch was ändern. Das, was du da jetzt siehst, das ist halt ein Importauto, da geht manchmal nicht so viel. Das ist aber auch immer unterschiedlich. Und kannst auch da noch scrollen, also da gibt es einige Möglichkeiten. Kann man absichtlich Feuer legen? Nee, das geht nicht. Brandstifter kann es hier nicht werden. Okay, schade. Ich hätte die ganze Stadt angezündet. Ey, das ist so fucking viel. Alles andere sind kleine Sachen, so, die auftauchen. Das wird so fett. Freitag 19 Uhr, ja? Und wie gesagt, Uhrzeit stimmen wir noch genau ab. Ja, Uhrzeit stimmen wir noch ab. Aber Freitag auf jeden Fall safe. Ja. Eine Liste von ca. 30 Streamern. Allein die ganzen Events und wir werden halt noch nach immer noch viel zeigen. Wir haben sehr viel auch noch nicht. Wir haben jetzt viel gezeigt, klar, aber es ist noch mehr. Ja, da geht noch viel eine mehr. Eine Army, alles sowas ohne zu zeigen, Games das ganze Ding. Ja, wir haben einen kleinen Prozentteil, haben wir heute erst gesehen. Jawohl. Ja. Noch so viel mehr fett zu entdecken. Sehr, sehr geil. Dann geil. Ey, die Leute feiern es. Da steckt echt viel Arbeit drin. Das ist ja nochmal echt fett verglichen mit anderen RP-Servern, was da alles schon möglich ist, ne? Ja. Sehr, sehr geil.